und damit ein ganz herzliches Willkommen zu den Bundesliga-Tipps. Ich tippe die zweite Bundesliga und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt unbedingt auch eure Bundesliga-Tipps in die Kommentare. Ja, und wir starten direkt mal rein. Und ich muss direkt mal vorab sagen, die ersten Spieltage, ne, erster, zweiter Spieltag, ist halt extrem schwer zu tippen, weil man eben bei oder alle Vereine außer seinen eigenen, in dem Fall den ersten FC Köln, nicht so wirklich verfolgt hat, sei es vorbereitungstechnisch, sei es auch vielleicht transferstechnisch. Deswegen halte ich mich so ein bisschen an meine Bundesliga-Prognose, die ja auch online gekommen ist. Falls ihr die noch nicht angeschaut habt, schaut sie euch gerne an. Und ja, deswegen, also es kann natürlich durchaus sein, dass auch manche Klöpse dabei sind, wo man echt denkt, absolut verrückt, aber egal. Genau, also deswegen nicht so ernst nehmen. Aber ich bin natürlich auch auf eure Bundesliga-Tipps sehr gespannt. Ja, und wir starten direkt mal mit dem Eröffnungsspiel, was eigentlich nicht Zweitliga-Charakter hat, sondern eigentlich Erstliga-Charakter. Und zwar der erste FC Köln spielt zu Hause im Müngersdorfer Stadion vor 50.000 gegen den Hamburger Sportverein und auch gegen den Ex-Trainer Steffen Baumgart, der ebenfalls seine Rückkehr sozusagen feiert dann. Und es ist natürlich schon ein sehr brisantes Duell. Erste FC Köln, HSV, es sind auch beides Mannschaften, denen man definitiv den Aufstieg auch zutraut. Natürlich ist da die Hertha noch dabei und Schalke und Düsseldorf und so weiter und so fort. Aber ne, das ist schon direkt ein Kracher, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man das im Spiel sehen wird, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe agieren werden. Es wird ein sehr enges Spiel. Aber am Ende hoffe ich, muss ich ehrlich sagen, dass der erste FC Köln dann doch den richtigen Schritt in die richtige Richtung macht und das erste Pflichtspiel zu Hause vor allem gewinnt. Mein Tipp ist hier ein 1:0 Erfolg für den ersten FC Köln. Torschütze wird Damien Downs. Ich habe ihn ja auch als bester Torschütze in der Prediction gemacht und von daher muss er direkt zeigen, dass ich da absolut richtig lag. Deswegen. Ja, Karlsruhe gegen Nürnberg, auch eine sehr schwierige Partie zu tippen, denn KSC hatte letzte Saison sehr, sehr gut gespielt. Die Nürnberger hatten mal gute Spiele, mal schlechte Spiele. Das war eher so GCS-Set. Aber das war schon, ich denke mal, in dieser Saison wollen sie natürlich auch mehr erreichen mit dem neuen Trainer Miroslav Klose. Auch den werden viele kennen. Genau, also deswegen. Und Karlsruhe hat ja auch einen sehr, sehr guten Trainer, muss man ganz klar sagen. Da war der erste FC Köln ja auch wohl kurz interessiert an Christian Eichner. Also es wird echt ein schweres Spiel. Deswegen mein Tipp, ein 1:1. Hannover gegen Regensburg. Auch da Hannover natürlich relativ gut. Auch in der zweiten Bundesliga Regensburg, der erste Aufsteiger aus der dritten Liga. Durch den Relegationsplatz eben hochgekommen gegen Wien Wiesbaden. Und ich glaube, wie gesagt, schon, dass die Regensburger sich schwer tun werden in der zweiten Bundesliga. Und das werden sie auch am ersten Spieltag direkt zu spüren bekommen in Hannover. Mein Tipp ist hier tatsächlich ein 3:0 Erfolg für Hannover 96. Hertha gegen Paderborn. Wie gesagt, viele sagen, dass die Hertha definitiv weit oben mitspielen wird in dieser Saison. Ich bin sehr gespannt, ob das so sein wird. Ich hatte sie in einer Prognose ein bisschen weiter tiefer. Aber ich glaube auch hier tatsächlich, dass die Herthaner das am Ende machen werden gegen Paderborn. Sie spielen zu Hause. Das ist definitiv eine Sache, wo man sagen kann, ja, das packen die. Deswegen mein Tipp ist hier ein 2:0 Erfolg für die Berliner. Magdeburg gegen Elversberg und ich glaube, das wird wirklich ein ganz langweiliger Kick. Elversberg wird nicht viel wollen, Magdeburg kann nicht mehr, also es wird bestimmt kein schönes Spiel, deswegen mein Tipp, ein 0:0. Schalke gegen Braunschweig, auch das ist aber wiederum eine sehr interessante Partie, denn es ist auch die Samstagabendpartie und Schalke spielt das erste Mal zu Hause in der neuen Saison gegen Eintracht Braunschweig und ich glaube auch hier, dass die Schalker sich nicht blamieren wollen direkt am ersten Spieltag, deswegen werden sie das Ding auch gewinnen. Mein Tipp ist hier tatsächlich, aber es wird knapp, 2:1 Erfolg für Schalke. Darmstadt gegen Düsseldorf, ja, die Lilien, auch mit uns ja abgestiegen und die Düsseldorfer knapp verfehlt den Aufstieg, das wollen sie in der neuen Saison natürlich besser machen und deswegen werden sie auch direkt gut reinstarten, das erste Auswärtsspiel werden sie gewinnen mit 3:1. Fürth gegen Münster, auch die Münsteraner aufgestiegen, auch da nochmal herzlichen Glückwunsch aus der dritten Liga in die zweite Bundesliga
Und Greuther Fürth, ja, sie haben viele Abgänge zu verzeichnen. Tim Lemperle, Jonas Urbich, der eigentlich ja auch sehr, sehr stark war, der jetzt auch bei uns spielt, genauso wie Tim Lemperle. Trotzdem glaube ich, dass die Münsteraner sich schwer tun werden gegen Greuther Fürth, denn Greuther Fürth spielt zu Hause. Mein Tipp ist hier tatsächlich auch ein, nee, 3-0 nicht, ein 1-1. Und jetzt zum guten Schluss haben wir noch Ulm gegen Kaiserslautern. Das ist der letzte Aufsteiger aus der dritten Bundesliga oder aus der dritten Liga. Und Lautern, ein absolut Traditionsverein, muss man ja ganz klar sagen. Ulm spielt das erste Mal zu Hause in der zweiten Bundesliga und ich glaube schon, dass man da sich bestmöglichst auszeichnen möchte. Deswegen glaube ich hier tatsächlich, dass Ulm am Ende hier einen Punkt holen wird. Meinte bis hier tatsächlich ein 2-2. Ja, und das ist die Tabelle am ersten Spieltag. Natürlich noch nicht so wirklich aussagekräftig. Man muss erstmal abwarten, den ersten, den zweiten und vielleicht sogar noch den dritten Spieltag, bis die Tabelle sich so halbwegs geformt hat, dass man dann sagen kann, ah, okay, da geht die Reise hin. Ne? Also wie gesagt, wenn der 1. FC Köln natürlich das erste Pflichtspiel gewinnen würde, das wäre schon sehr, sehr wichtig, weil dann weiß man, alles klar, jetzt weiter gegen Elversberg und so weiter und so fort. Wenn man das erste Spiel natürlich verliert, dann ist halt direkt schon so ein kleiner Lackschaden verursacht worden. Das wäre natürlich nicht so schön. Deswegen, also die Tabelle kann man jetzt noch nicht so wirklich für wahre Münze nehmen, weil es eben auch erst der erste Spieltag ist. Trotzdem wäre der 1. FC Köln auf Platz 5, die Schalke auf Platz 4, die Hertha auf Platz 3, die Düsseldorf auf 2 und die Hannover auf Platz 1. Das sind alles die, die gewinnen. Auf dem 6. Platz ist Kaiserslautern, 7. Platz ist Ulm, 8. ist Preuß Münster, dann gleichzeitig auch Nürnberg, Karlsruhe ist auf 10, genauso wie Fürth, 12. ist Elversberg, genauso wie Magdeburg. Das sind eben alles Vereine, die unentschieden spielen werden an diesem Spieltag. Und dann gibt es eben die Vereine noch, die unten sind, die eben nichts geholt haben, die keine Punkte mit nach Hause bringen konnten. Eintracht Braunschweig auf 14, Hamburg auf 15, Darmstadt auf 16, 17 ist Paderborn, 18 ist Jan Regensburg. Aber klar ist auch, sobald sie gewinnen, können das wieder 8, 9 Plätze hochklettern. Deswegen sagte ich ja, dass die Tabelle eben noch nicht so wirklich aussagekräftig ist. Trotzdem sind das meine Tipps zum ersten Spieltag. Schreibt wie gesagt gerne auch eure Tipps in die Kommentare. Vielleicht lag ich auch bei manchen total falsch und ihr sagt, nee, das wird so rum. Gerne auch in die Kommentare schreiben. Ja, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, wie zum Beispiel die erste Partie vom 1. FC Köln gegen den HSV, dann abonniert gerne den Kanal, denn ich kommentiere dieses Spiel natürlich live. Und um das nicht mehr zu verpassen, müsst ihr auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, sobald ich den Livestream gestartet habe. Ich sage mal bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.